Ja, deswegen habe ich ihn auch dran für das Eis. Wie lange habe ich jetzt Zeug gesammelt? Ich glaube, das waren jetzt auch so 6 Stunden, die ich dann Zeug gesammelt habe, nur um diese Mission dann doch endlich mal zu schaffen. Master Comac, so bald hatte ich euch nicht wieder erwartet. Ich habe de la Vérendryes Reisekarten, aber der Kerl hat sie verschlüsselt. Ich verstehe sie nicht. Vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Seltsam. Eine uralte Chiffre. Einmal sah ich sie bereits. Ich könnte sie zeichnen. Oder ihr könntet mich begleiten. Finden wir de la Vérendrye. Ein dringendes Anliegen. Also dann, segeln wir wieder zusammen. Ich wette, euch verbindet etwas mit unserem Freund de la Vérendrye. Eine sofortige Abneigung. Wie konnte ich ihnen nur vertrauen? Freunden, die einen solchen Schurken dulden. Mein Gott, was hat der Mann euch angetan für solchen Hass? Ich kenne ihn nur als Spross einer Familie von Entdeckern, welche die Grenzen der bekannten Welt ausgedehnt hat. Habt ihr das gehört? Kanonenfeuer inmitten des Nebels. Könnte das de la Vérendrye sein? Vielleicht. Das ist eine Geheimmission. Sie wollen keine Zeugen ihrer Reise hinterlassen. Ja, aber sie hinterlassen zumindest 11 Holz. Und genau diese Expeditionsflotte ist das Problem gewesen. Oh, sie entern mich, das ist auch eine Idee. Komm. Warum? Nein! Komm! Würdest du jetzt einfach mal da drüben ran? Also. Danke. Nein, du bist einer von meinen. Noch und dann haben wir die zumindest schon mal. Das heißt, wir haben die Schiff durch und damit ist es auch versenkt. Ja, Reparatur ist Reparatur. Im Moment kann ich jeden Hitpoint brauchen, den ich habe. Spätestens, wenn es gegen den großen Brecher geht. Nicht den da. Würde. Ein paar Segel wären gar nicht mal schlecht, glaube ich. Und 4 von 6. Das sieht diesmal relativ gut aus sogar. Alle
Damit haben wir 5 von 6 und wir haben nur noch den großen Brecher. Tatsächlich diesmal ein bisschen besser dran als vorher. Früher war es so, beim letzten Versuch, dass wir zu dem Zeitpunkt schon untergegangen waren. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen näher ran. Aber Hoffnung, dass das funktionieren könnte. Ich hätte gerne die Doppelschuss-Kanonaden gehabt, aber die haben zu viel Zeit gefressen. Ja, das merke ich auch. Jawohl. Der Schnee wurde geschickt, um uns zu verwirren. Er wird uns nicht lange aufhalten. Und vielleicht können wir sie ja so überraschen. Es hat tatsächlich geklappt. Ich bin erfreut. Ich tatsächlich. Achtung! Ein Hinterhalt! Was jetzt? Ein Hinterhalt, natürlich hinter. Mehr weiß ich nicht. Sir, vor uns. Na. Der Segel, Männer. Hochsegel vieren. Halbe Segel. Volle Segel. Bewegung. Na ja, das ist ja üblicherweise nur noch ein Schiff. Ha 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 ha. Ram und Nachsegel festkommen. Hauptsegel los. Es ist die Gerfo. Dich bis zum Schluss. De La Vérendrye ist zurückgeblieben, um uns aufzuhalten. Das mit Sicherheit freiwillig. Jetzt soll ich sie auch noch entern. Das klingt danach, dass ich die Mission wahrscheinlich wieder zurücksetze. Weil das Schiff noch. Wobei immerhin sind wir repariert worden. Eisberg, ich habe das Schiff versucht zu treffen. In diesem Dampfwetter erkennt man sehr viel. Daneben verflixt.
Na komm. Ich meine, so geht das natürlich auch. Es dauert halt ewig lang, aber so geht das auch. Viel hilft nicht, fehlt nicht mehr. So, das war's. Wenn ich jetzt sehe, wo ich hinfahren muss, um sie zu ändern, würde ich das sogar tatsächlich tun. Optionale Ziele keinen Schaden nehmen. Alles klar. Ich glaube, ich muss dazu vorderen Bereich. Warum? Och, Spiel. Komm. Bitte, einmal. Ach, ich muss nur einen Gegner töten. Nur einen. Was? War eigentlich. Einen Gegner töten und keinen Schaden nehmen. Das wird dir keinen Schaden nehmen, das können wir direkt noch vergessen. Weil ich rausgefunden habe, wo mein Gegner ist. Stirbst jetzt auf jeden Fall mal schnell. Ach komm. Ich will mich doch mal hier umgucken, wo ich jetzt überhaupt hin muss. Dahin. Okay. Ich gehe mal ganz kurz rüber. Regenerieren bitte. Kostet zwar Mannschaft, aber regenerieren ist wichtig. Okay, was auch immer das war, ich habe es nicht ausgelöst. Ich habe es nur benutzt. Na komm, regeneriere dich. Solange ich noch Mannschaft habe. Und geht's jetzt zur 7er Pyramide. Hallo? Wer hat dir gesagt, dass du... Boah, komm schon. Hallo? Da. Die Seite. Runterfallen lassen. Danke. Alter. Ich habe keine Berserker-Kugel mehr. Alles klar. Vielleicht bringen die das um, vielleicht auch nicht. Ja, es hat ihn umgebracht. Okay, das passt. Und, Bauerntölpel? Glaubt ihr immer noch, die Templer haben recht? Jawohl, vollkommen. Du Bastard! Felix und Liam fahren bereits nach Norden! Hope hatte recht.
Ich gebe eine gute Ablenkung. Das alles nur für eine Ablenkung? Naja, gut. Danke für die Hilfe, Captain Cook. Gern geschehen, Captain Cormack. Mit euch zu segeln ist wahrlich interessant. Der Ärger verfolgt uns, das stimmt. Sagt mir die Wahrheit. Gehört ihr zu einer größeren Organisation? Zur Admiralität. Ihr erhaltet wohl euren Befehl direkt von ihrer Majestät, oder? Selbst wenn, dürften wir es nicht sagen. Ihr nehmt diese Karten. De La Vérendrye braucht sie jetzt nicht mehr. Wir werden uns bei euch melden wegen zukünftiger Reisen, Captain. Habt Dank. Ach ja. Ich bin froh, dass ich durch den Quatsch durch bin. Das war die Mission, die schon seit Ewigkeiten... Nein, ich will nicht abonnieren, ich wollte nur das Ruder loslassen. Naja, komm, was soll's. Wo ist er denn? Festhalten! Es geht los! Das wird eh nichts, weil wir haben das Boot so gar nicht aufgedingst. Ja, das ist okay. Ich habe eh nicht genügend Harpunen. Nicht bei dem Treffer, was ich da habe. Der ist gefährlich. Na komm, wo bist du? Wie alt bist du? Er ist vor dem Backbordbug. Festhalten! Festhalten, Männer! Wo war da jetzt bitte ein Eisbrocken dazwischen? Ich habe eh nur 6 Harpunen, also von daher.